Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Moto Montag. Ich bin der Celi und teile mit euch wieder meine Erfahrungen und Errungenschaften im Bereich von Masters of the Universe. Die Woche lief es bei mir irgendwie ein bisschen besser als das letzte Mal, wo ich mich ja seit langer Zeit das erste Mal wieder gemeldet habe, weil einfach nichts gefunden oder nichts gesucht in dem Zusammenhang. Aber ich hatte jetzt den Eindruck seit der letzten Sendung, dass ich da doch einiges getan hatte. Im Bereich der Origins habe mir noch eine Classic-Vintage-Figur geholt. Minis, Comics und so weiter und so fort, wird grob gesehen vier Segmente geben, glaube ich. Einmal die Actionfiguren, einmal die Comics, einmal so eine kleine Custom-Ecke, die ich vorstellen wollte, und zu guter Letzt ein wenig News, die ich mit euch teilen kann. Wie immer kommen wir direkt in Medias Res, wie es so schön heißt, ne? Nicht lange quatschen. Erstmal zeigen, was ich so gefunden habe. Womit möchte ich anfangen? Was hat mich so besonders erfreut? Und zwar, er ist tatsächlich da, Hordak, nicht der gewöhnliche Hordak, sondern Basso Hordak, mit dem ich jetzt gar nicht mehr gerechnet habe. Wie bin ich an ihn gekommen? Amazon. Und ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte teilen sollte, weil so cool ist sie nicht. Ich bin auch nicht stolz drauf. Ich bin eines Nachts irgendwie zufällig aufgewacht, so 2 Uhr morgens. Und es ist ein trauriges Abbild meiner selbst, dass ich nichts Besseres zu tun hatte, als automatisch auf meinem Handy, wo automatisch gespeichert ist, Masters of the Universe Origins, in die Google-Maschine reingehauen, bei Amazon und den üblichen Verdächtigen geguckt. Und da poppte tatsächlich Basso Hordak für den empfohlenen Verkaufspreis von 18,99 auf, und als Prime-Mitglied, das ich bin, musste ich jetzt auch keine Versandkosten bezahlen. War zwar ein bisschen für mehr in die Zukunft angekündigt, aber hat mich dann relativ früh erreicht und ich war echt glücklich drüber. Zu Basso Hordak. Ich hatte ja erwähnt, es ist nicht unbedingt meine Traumvariante. Ich hatte als Kind Basso Hordak, hatte Hurricane Hordak und hatte auch den normalen Hordak. Mit Hordak, so muss ich sagen, verband mich nicht viel. Ich fand ihn immer interessant, fand seine Darstellung in den Hörspielen immer gut, so als ehemalige Lehrmeister Skeletors, der ihn zwar unterstützt und so quasi Adjutant ist und auch mit seiner Horde, also immer im Kampf vorne dabei ist, aber jederzeit so seinen Schlupfwinkel sucht und oftmals findet, um Skeletor zu übertreffen. Finde ich immer gut, diese Verrätercharaktere. Aber meine lieblingsbekennende Figur von Hordak ist tatsächlich Hurricane Hordak. Das war hier der mit der silbernen, chromsilbernen Rüstung und den verschiedenen Aufsätzen, also diesen roten, die dann eben entsprechend auch wirbeln konnten, und der, glaube ich, auch so die einzige Version der Vintage-Figuren ohne Umhang ist. Schwierigkeiten hatte ich mit der Originalversion, weil Vintage-Originalversion, weil die immer hier so diesen invertierten Schritt gemacht hat, und ja, das Problem generell bei der Horde war immer, die hatten keine guten Waffen. Also gerade Hordak nicht, nur diese Armbrust. Semi. Nun gut, ich freue mich trotzdem, ihn zu haben. Hier ein Teil der Packung, ihr seht oder wisst ja, ich bin Auspacker, behalte nur eben diese Art, die es davon gibt, ganz schön. Hier gibt's auch diese spezielle Variante von He-Man zu sehen. Ist das Flying Fist He-Man? Ne? Ich komme gerade nicht drauf, stehe auf dem Schlauch, ne? Wahrscheinlich zu viel geschwatzt. Ich meine, es ist Flying Fist He-Man. Auch so ein Chrom-Vertreter, auch nicht die Geistervariante, schon weil die Originalvariante auch kein Zauberschwert irgendwie dabei hatte, wurde eh hier in Deutschland nicht verkauft, also daher kein nostalgischer Bezug. Was man hier aber im Hintergrund sehen kann, ist tatsächlich Mantisaur, das Reittier von Hordak, und den finde ich richtig cool, ne? Also zum Glück passen die Origins auch auf die damaligen Classics-Gefährte, und da habe ich halt noch einen, hier so ein bisschen abgeschnittene Fanart von vorne. Reste der Packung zu erkennen sind, hier wird das Action-Feature beschrieben, zu dem ich gleich komme. Hier die Backcard, das ist immer ganz nett, um einordnen zu können, wo steht diese Figur, also sprich, welche Wave, welche Serie wird sie zugeordnet, und hier sieht man tatsächlich, dass sie eher den Deluxe-Figuren einfach zugeordnet wird, die bis jetzt rausgekommen sind. Allerdings sind hier jetzt beispielsweise auch nicht Clamp-Champ oder Reman drauf, also hier Battle Armor, He-Man, Battle Armor, Skeletor, quasi immer die Anführer, und da kommt gesetzlich eben Basso Hordak dazu. Hier schon zu sehen Castle Grayskull, und in Hoffnung, Windschutz
Rider, der ja eigentlich einer früheren Wave zugeordnet wurde, eigentlich schon hätte rauskommen müssen, aber auf dem hier wahrscheinlich einige Zeit warten müssen. Vielleicht auch kurz zur Erklärung für Leute, die neu zugucken. Ich schreibe mir so ein bisschen auf die Fahnen, ich bestelle nicht unbedingt bei Profi-Händlern. Also ich will das auch vermeiden, irgendwo seien es auch nur 5 Euro mehr zu bezahlen. Ich bemühe mich, dass auf normalen Wege, wie jeder normale Durchschnittsdulli an die Figuren kommen könnte, sei es hier im Kaufhaus oder hier eben diese normalen Bestellungen, die man eben tätigt und dann halt auch achte ich schon sehr darauf, gut, das Fleisch ist schwach und manchmal tue ich es dann doch nicht, dass ich sie eben zum empfohlenen Verkaufspreis bekomme. Das ist so ein bisschen das, was ich mir auf die Fahnen schreibe. Hier seit neuestem gibt es ja diese Zettel, die beiliegen, die darauf hindeuten, dass man eben besagten Bassor Hordak eben die Gelenke abnehmen kann oder was da abnehmbar ist, ne, Torso, Hände und so weiter und so fort. Was nicht abnehmbar ist, kann ich auch sofort sagen, ist wieder der Umhang wie bei dem ersten Hordak. Vielleicht mit ein bisschen Bemühen, aber nee, hier unten ist der schon vernietet, wie man das sehen kann. Und hier gibt es dann halt auch noch mal kurz Aufklärung über das Action-Feature. Action-Feature. Es ist ja Bassor Hordak, auch wenn ich es vielleicht zwischendurch mal fälschlich betitelt habe. Heißt, wer den alten Bassor Hordak hatte, wie ich, habe ihn mir einfach damals geholt, nicht weil ich Hordak so spektakulär fand, aber ich hatte keinen Anführer mehr für meine Horde, weil irgendwann war der Original Hordak knackend, weil das war diese Plastikrüstung, die eben zerplatzt ist und so weiter, sah nicht schön aus und hatte, wie gesagt, diese invertierten Beine. Da musste eben dieser Hurricane Hordak in der späten Linie herhalten und ich hatte den und ich kann euch dann auch aus erster Hand sagen, der alte Bassor Hordak, da hast du hinten drauf gedrückt, da klappte die Klappe von alleine hoch und dann konnte man das Geschoss rausschießen. Und wenn man feste drauf gedrückt hat, dann schoss das sofort raus. Hier ist es leider nicht so. Hier kann ich mich bemühen. Ich habe drauf gedrückt. Leider ist der Mechanismus nicht so stark. Oder hier diese Falltür ist so fest gemacht, dass es eben nicht geht. Das heißt, man muss manuell, sehr uncool, runterklappen. Und dann kann man erst schießen. Was man dem Ganzen beigelegt hat, wenn ich es denn nun finden würde, wenn es nicht irgendwie hier irgendwie runtergerutscht ist. Es gibt noch ein zweites Hurricane-Geschoss, das es früher nicht gab. Früher gab es eben halt diese Bassor, diese Säge. Ist ein bisschen kleiner als die alte und feinzackiger. Und jetzt hat man hier sogar ein zweites Geschoss beigelegt bekommen, sogar mit so einer Hort-Insignie, also dieser berühmten Fledermaus, und schießt sich genauso ab. Also, ja, gut, für Kinder ganz interessant. Und wie gesagt, ist halt trotzdem als Rückschritt zu sehen, wenn die alte Figur mehr Power oder mehr Möglichkeiten hatte, das abzuschießen. Naja, was gibt es noch Besonderes, wenn man sich den Bassor Hordak holt? Ja, hier, was hat zwei Daumen und pfeift auf euch oder ist der Anführer der wilden Horde? Das ist eben Hordak. Also man hat eine Ersatzhand bekommen, man hat nicht nur die normal offene Hand, man hat halt auch diese zweite Faust, was vielleicht beim Hordak jetzt nicht so sinnvoll ist, weil er halt als Waffe immer noch seine Armbrust hat, die halt auch so mäßig und sinnfrei eben funktioniert. Mochte ich als Kind schon nicht, da konnte man eben nur so leichte Kopfnüsse verteilen im besten Fall. Hier so ein Klick, so ein Dumpfen und mehr auch nicht. Fand ich irgendwie schade. Hätte mir immer gewünscht, dass die noch eine zweite Waffe haben. Ich finde es da gut, dass man dann irgendwie die Gruppierung so zuordnen konnte. Aber der sieht echt so aus, als ob der so mit so einem Bösewicht Adidas-Anzug rumläuft. Also hier überall drei Streifen und Insignien. Also wenn das nicht eindeutig ist, wem der zugehörig ist, dann ist das schon sehr, sehr seltsam. Aber das Highlight, wieso ich es auch nicht bereue, den Hordak gekauft zu haben, zumal für eben besagten empfohlenen Verkaufspreis von knapp 19 Euro, ist der Kopf. Mein Hordak, ihr könnt ja gerne drunter schreiben, falls ihr ihn auch habt, ist so ein bisschen Wobblehead. Es ist eine Kleinigkeit, ist ja nicht schlimm. Aber dieses Gesicht ist großartig. Also guck mal, dieses Grinsen, dieses Hämische hier so verrät quasi, ich habe eine Falle, ne? Ich mache euch fertig. Ich kriege das hin. Das ist dieser wundervolle Ersatzkopf. Und man hat auch einen normalen Hordakopf.
Und dieser normale Horder-Kopf rechtfertigt für mich auch gleichzeitig den Kauf, weil ich halt euch den normalen Horder, den Origins Horder nochmal hin, der hat mir irgendwie nicht so gefallen. Ne? Hier mit seinen kleinen Schweinsäuglein, bei vielen war das dann auch noch so, dass der teilweise geschielt hat, also das gefiel mir gar nicht und irgendwie sah der dullig aus und ich konnte den Finger nicht drauflegen, aber wenn man den dann im Vergleich daneben legt, das sieht doch viel, viel böser aus. Also der ist dunkler, der hat dieses Grau hier am Rande, der ist nicht so bemalt wie der. Also das Erste, was ich jetzt machen werde, ist wirklich diesen Dulli-Kopf zu ersetzen. Und dann habe ich auch so einen normalen Basis-Hordak, der irgendwie cool ist und wirklich Vintage ist. Also das ist der Hordak, der dem alten, dem Vintage-Hordak am nächsten kommt. Und da landet halt quasi dieser Kopf in der Truhe. Es sei denn, ihr seid schwach und so Spinner wie ich und holt euch noch einen Basis-Hordak, damit ihr die nebeneinander stellen könnt. Das könnte tatsächlich passieren. Aber gerade sind die normalen Basis-Hordax nicht so leicht zu bekommen, also zumindest nicht für gewohnt günstige Preise. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich werde dieses Action-Feature nicht benutzen. Was ich noch vielleicht sagen muss, ist, dass der Umhang ein bisschen länger ist, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil der ja ein bisschen mehr Action hat, der Basis-Hordax. Aber Resümee ist, allein schon wegen der Köpfe lohnt sich der Kauf vom Basso-Hordak. Also schon eher als des Origins, Origins Basis-Hordaks. Das sei auf jeden Fall gesagt. Beide haben auch, bevor ich es vergesse, hier die Waffe. Absolut gleich, also für Nerds, wenn man ganz genau hinguckt, die eine hat eine 1 hier unten und die andere hat eine 2 hier unten, also der Basso-Hordak hat die 2 Armbrust, aber es sind absolut die identischen Armbrüste. Das zu Basso-Hordak, eine Sache muss ich noch loswerden, weil wir das ja alles hier sehr genau machen, ne? Also so zeitweilig und so weiter und so fort. Er kam mit einem Mini-Comic. Ich hatte ja auch in vorherigen Sendungen schon erwähnt, Basso-Hordak ist angekündigt, war auch bei diesem Pixel-Den-Video, wo auch so ein kleiner Teaser zu Mosquito irgendwie schon gezeigt wurde. Und der wird prominent in diesem Comic, das Basso-Hordak-Beilag, gefeatured. Und zwar beschwört Mosquito quasi, hier die europäische Version natürlich ohne Lesezeichen, beschwört Hordak wieder her. Also in einem der älteren Minicomics wurde der in andere Dimensionen verbannt und saugt dafür die Energie oder Lebensenergie von Leuten aus. So habe ich es verstanden. Ohne Sprechblasen habe ich so verstanden, dass er zu diesem Zwecke die Energie von anderen Leuten aussaugt, damit er eben Hordak eben in die Welt oder zum Leben bringen kann sozusagen. Als letzte Opfer, also He-Man, Man-at-Arms und Teela wollen dem Ganzen auf den Grund gehen, kommen dann in diese Höhle, wo Mosquito seinem teuflischen Werk nachgeht. Just in dem Augenblick, wo der dann Man-at-Arms und Teela aussaugt, hat er die letzte Energie zusammengerafft, um quasi Hordak dann zu befreien. Der greift in diesen Kampf auch ein, also schießt auch hier seinen Projektil hier auf Teela und so weiter und so fort. Aber zum Glück schafft es dann Hime mit einem Trick, indem der halt Mosquito auf Basso-Hordak zieht, diesen abzuwehren. Ja, und das ist halt so eine ganz komische Anordnung, wieso Basso-Hordak jetzt erschienen ist. Es ist nicht erklärbar. Wann er regulär in die Läden kommt, ist halt auch sehr seltsam, aber das bezieht sich ja eigentlich auf die ganze Origins-Linie. Ein weiterer unverhoffter Origins-Fund, der auch wieder darauf zurückzuführen ist, dass ich kein Leben habe und alle 5 Minuten nach Masters of the Universe google. Ich habe tatsächlich jetzt meine erste Wave 5-Figur bekommen. Ja, es ist Skeletor. Ich glaube, letzte oder vorletzte Sendung habe ich auch nochmal einen Skeletor vorgestellt. Ein US-Skeletor, wo ich drüber froh war, weil ich ja seinerzeit, als es den Deluxe-Skeletor, also den Zauberrüstungs-Skeletor gab, ja so viele geholt hatte, um die Köpfe eben entsprechend zu wechseln. Wo habe ich hier? Hier habe ich noch einen liegen. Ganz unprofessionell hier nach vorne gegriffen. Also unter anderem habe ich da jetzt 3 Skeletor-Figuren bei mir rumstehen. Hier, das ist dieser hässliche, der Grinch-Skeletor, aber trotzdem habe ich mir nicht leben lassen, die halt im Regal so ein bisschen zu positionieren. Tja, bis ich dann festgestellt habe, Mensch, das war eventuell rausgeschmissenes Geld. Du hättest einfach einen Deluxe-Skeletor dir kaufen können, weil
der einfach jetzt in der Wave 5 als Vintage-Skeletor rausgekommen ist. Mit dem Kopf. Da habe ich gedacht, warte, vielleicht ist der leicht anders, vielleicht hat er irgendwie eine andere Bemalung der Kapuze und so weiter und so fort. Ist aber nicht, ich habe es verglichen, es ist 1 zu 1 der gleiche Skeletor, Skeletor-Kopf aus dem Deluxe-Set und es ist auch der gleiche Skeletor-Körper wie aus der Serie 1. Also keinerlei farblichen Unterschiede. Ja, ich habe halt gegoogelt, bin bei. Ich sage das bewusst, ich mache bewusstes Name-Dropping, damit ihr vielleicht auch davon Nutznießen kommt, haben könnt und auch mal da guckt, wo ich gucke, weil viele fragen auch, wo kriege ich die Figur her, kriege ich die Figur her. Und das soll einfach als Tipp dienen. In dem Fall habe ich bei MyToys zugeschlagen. Also einfach mal geguckt, da tauchte eben dieser Skeletor auf, hatte Glück, der war kurzzeitig ausverkauft, dann war der wieder da. Man muss halt immer ein bisschen gucken, oftmals Glück haben. Ich habe oft Pech gehabt in den letzten Monaten. Diesmal hatte ich zweimal Glück, einmal hier mit dem Bassor-Hordak und jetzt halt mit dem Vintage-Head-Skeletor. Und dann habe ich mir auch gesagt, ja, die berühmte Simpsons-Folge, das ist die gleiche Malibu Stacy, aber sie hat einen neuen Hut, ich muss sie haben. So ein bisschen trifft das hier auch so zu. Ich muss halt sagen, ich habe es zum normalen Verkaufspreis von 15,99 gekriegt, ohne Versandkosten komischerweise. Ich habe per PayPal bezahlt, weil ich irgendwie, das hatte ich schon mal erwähnt, bei MyToys wollen sie dann irgendwie Finanzcheck oder so bei dir machen. Wer das nicht will, macht einen Gastzugang. Den habe ich halt gemacht. Ich bin über Gastzugang gegangen, sprich, ich habe direkt über PayPal mich eingeloggt und das bezahlt. 15,99 eben entsprechend, ohne Versandkosten. Hab, was ich aber schon für die nächste Sendung ankündigen kann, in dem Augenblick, wo ich ihn gekauft habe, gab es noch keinen Vintage-Head He-Man. Den gibt es nämlich auch, aber gab es da zu dem, diesen, in dem Augenblick gab es den nicht bei MyToys. Erst ein oder zwei Tage später, dann habe ich den bestellt und komischerweise musste ich dann bei den Vintage-Head He-Man Versandkosten bezahlen. Ich hoffe, dass der Anfang nächste Woche ankommt. Da habe ich wieder Material, um es in hier Motu Montag 10 zu verarbeiten. Das schon mal hingesagt. Aber hier ist es. Hier ist der Grund, wieso man sich den Vintage-Head-Skeletor kaufen kann. Für viele ein Grund, erst mit dieser Line anzufangen, weil viele konnten sich nicht mit dem Kopf des neuen Origins-Skeletors anfreunden. Ich weiß, allein zwei Freunde von mir werden sich ihn hier holen, ohne dass sie sich vorher für die Line interessiert haben. Die haben sich eben He-Man und den neuen Origins-Skeletor angeguckt und gesagt, nee, das ist nicht meins. Dann habe ich ihnen gesagt, ja, holt euch jetzt doch diese Deluxe-Varianten, bastelt euch das zusammen. Das war denen dann halt auch zu viel, verständlicherweise, wenn du zwar doch eine gewisse Begeisterung dafür hast, aber dich nicht so reinsteigern möchtest wie meiner einer oder viele von euch, ne, dann ist das schon zu viel und dieser Vintage-Skeletor ist schon ein sehr gutes Angebot. Habe ich auch bei Smiths, ich will immer Toys R Us sagen, bei Smiths gesehen, da ist der jetzt gelistet, auch mit Windrider oder so, aber wohl erst Ende des Monats angekündigt, also für Ende Juli, was auch immer heißen mag, kann aber nicht schaden, immer wieder zu gucken, Mädels und Jungs, ne? Also wenn ihr interessiert seid. Und ich hoffe, ich habe es jetzt endlich mal erwähnt, hier das Schwert. Das ist der Grund für uns, die schon viele Skeletor-Figuren haben, hier bei dieser Packung zuzugreifen. Es ist kein halbes Schwert, es ist das komplette Schwert und das wird auch dem Vintage-Schemen eben beiliegen. Und was auch gut und interessant ist, Skeletor kann es auch halten. Warum erwähne ich das überhaupt? Skeletor kann das auch halten, es ist die Figur, es ist das Schwert. Bislang hatten wir nur ein Komplettschwert. Also wir die Sammler, ne? Boah, das ist diese furchtbare Identifikation mit dem Franchise. Bisher hatten wir nur ein Schwert und das lag Prinz Adam in diesem Jet Sled oder Sky Sled Konglomerat in dieser Packung irgendwie bei und der konnte das nicht richtig halten, weil hier der Steg, der war einfach zu dick und da konnte der diese Stange einfach nicht halten und da musste man so einiges anstellen oder verklemmen, um das zu halten. Ich habe mittlerweile sogar gehört, dass Neuauflagen von dieser Packung mit Prinz Adam, dass Mattel das tatsächlich behoben hat und da drin auch das Schwert drin ist, was hier den Vintage-Head Skeletor und Vintage-Head He-Man beilegt. Also das allein ist schon
ein Grund bei dieser Packung für Hardcore-Fans zuzugreifen, die nicht, die sich jetzt auch wie ich darüber ärgern, dass sie den so viele Vintage, so viele Deluxe-Packungen und Standard-Packungen geholt haben, um sich diese verschiedenen Skelette-Varianten zusammenzustellen. Also war ich froh drum. Augen auf, also MyToys wird ja gerade angeboten. Mischt ihr mal gucken. Weiter im Programm, was habe ich noch so gefunden? Was aktuell ist. Ne? Ich arbeite mich jetzt gerade runter vom Aktuellen zu nicht so Aktuellen. Und zwar hier der erste Revelations-Fund für mich persönlich und wahrscheinlich der letzte. Also hier seht ihr, das sind diese Eternia Minis. Aber diesmal die erste Revelation, die ich mir geholt habe, es gibt bis dato so zwei, habe ich aus dem Real für 11,95, glaube ich. Als Gegenpackung, als Gegenstück gab es im Laden auch Beastman auf diesem War Sled, also so eine Interpretation dieses Sky Sleds. Ne? Das sind halt die Figuren, sollen es sein zu der künftigen, jetzt bald in 1-2 Wochen, von hier an anlaufenden Netflix-Serie. Und ja, damit läuft so bei mir offene Türen ein. Ich liebe Stridor. Bis heute bin ich kein großer Vehikel-Fan, aber das war so als Kind so meine Lieblingsfigur, dieses Pferd. Ich habe es geliebt, liebe es heute noch, besonders die Vintage-Ausgabe. Bei Classics bin ich nicht so begeistert gewesen wegen diesen Elementen dann auf dem Kopf, aber das war ein unglaublich großartiges Design immer für mich. Hier wie bei Battlecat zeitlos, also und das gleiche gilt für Stridor und wie man weiß, hat Stridor immer so eine enge Verbindung zu Fisto eben gehabt. Fisto auch einer meiner Lieblingscampen. Ich muss halt sagen, vielleicht trügt mich die Erinnerung, ist halt auch so ein bisschen lange her. Fisto muss der erste Kumpel von He-Man gewesen sein, den ich mir geholt habe. Ich war echt begeistert von denen. Das war halt auch so ein Barbar mit dieser dicken Faust. Dem lag ursprünglich ja auch ein Schwert bei, was hier nicht der Fall war. Der kam schwertlos an. Ich habe es verloren, aber ich glaube, es war doch schwertlos. Über Fisto habe ich mich sehr gefreut und dieses Set und Revelations wird auf weiteste Zeit, das wird mein erstes Set bleiben. Dazu, ich muss es mal ansprechen, nicht, dass ihr enttäuscht seid, dass ich hier nicht so bei Revelations einsteige oder es vorführe. Ich bin so ein bisschen vorsichtig, was die Zeichentrickserie anbelangt. Also Kevin Smith hat in den letzten Jahrzehnten nichts Gutes gemacht, kam ja peu à peu raus, nicht der größte Masters of Universe-Fan. So einen zeitlichen Dreher gestehe ich jedem zu, aber man hat irgendwie so einen Post gefunden, wo der dann eben von sich aus zugegeben hat, es ist dann nicht so seine favorisierte Linie. Und Trailer, Animation großartig, aber ich bin halt vorsichtig, ich möchte erstmal sehen, wo war das, was ist mit der Geschichte, ist die gut oder schlecht, weil ich auch so als hier in Deutschland aufgewachsenes Kind oder als deutscher Erwachsener, wie will man das eben formulieren? Und bei uns lag halt, und auch mir und bei meinen ganzen Kumpeln, lag nicht der Fokus auf der Zeichentrickserie. Die haben die wenigsten geguckt. Ich kann es nur wiederholen, ich glaube, ich sage es jede Folge. Wenn die einer geguckt hat, den ich kannte, dann hat er die in der Videothek, gab es halt diese großen blauen Kassetten, die waren auch großartig, weil die eine andere Synchronisation hatten. Oder man hatte diese rote Kaufkassette, die waren dann halt in so einem Pappschuber, also wir hatten immer nur diese rote. Und dann war man so semi-begeistert. Ich fand das Panini-Album großartig, aber diese Zeichentrickserie fand ich so, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ich hatte großartige Comics von Condor, ich hatte später großartige Comics von Ehapa, auf das, was ich auch später noch eingehen muss. Aber das war gar nichts. Ne? Und Revelations, ja, ich habe mir die Figuren angeguckt, ich werde damit einfach nicht warm. Ich finde den He-Man nicht toll, ich finde den Skeletor nicht toll. Ich finde Mossman und Evil Lyn finde ich interessant. Da gibt es diesen Gott-Skeletor, der ist für mich Kirmes, den finde ich furchtbar. Also ganz offen gesagt, wirklich, es gab ja diese DC-Comics, die fand ich auch grottenschlecht, wo die auf die Superhelden getroffen sind, also Superman und so weiter und so fort. Und da hatten sie so eine Interpretation von Skeletor auch mit so Hörnern und ganz übertrieben. Ich finde das furchtbar. Und bei diesen Sachen
kommt bei mir kein Masters-Feeling eben hoch. Es ist irgendwie, ich bringe auch ehrlich gesagt dieses Design dieser Actionfiguren nicht mit den Trailern zusammen, den ich jetzt gesehen habe. Jetzt neben diesen We Need a Hero-Trailer ist jetzt auch der erste reguläre Trailer rausgekommen. Die Animation bringe ich nicht mit diesen Figuren zusammen, mit diesen komischen geteilten Oberkörpern. Also ich bin der Letzte, wenn er die zum vernünftigen Preis irgendwie sieht, der nicht dann schwach wird. Ne? Das ist nicht ausgeschlossen, dass ich dann doch mal zuschlage. Aber so, ich werde die mir nicht vorbestellen, wie andere Leute. Durchschnittspreis sollte für die regulären Figuren irgendwie bei 20 Euro liegen. Die ich aufgezählt habe, dieser God Skeletor von mir aus irgendwie so bei 30. Dann gibt es einen riesigen Battlecat, mit dem ich mich auch nicht so wirklich anfreunden kann. Also mit Rüstung sieht er gut aus, aber dann habe ich gesehen, diese Rüstung ist so flimsig, gummig und der so roundabout 50 Euro. Wenn ich mal eine Figur, ein He-Man oder Mossman, mit Mossman und Evil-Lyn liebäugle ich jetzt gerade ehrlich gesagt mehr, wenn die mir mal für 20 Euro irgendwann down the line über den Weg laufen, werde ich vielleicht schwach, aber so, ich zahle keine Preise, ich habe eben reingeguckt, bei Amazon werden die irgendwie mit 70 Euro teilweise gelistet, also darauf werde ich mich definitiv nicht einlassen, einfach weil die mir Figuren auch so nicht gefallen. Also eine würde ich mal ausprobieren, aber so wirklich nicht und deswegen bleibt es wahrscheinlich erstmal im Bereich der Revelations hier bei dem hier. Und den Beastman und den Warset habe ich auch nicht mitgenommen, weil ich das Design so grausam uninspiriert fand. Eine grausame, dullige Version von Beastman und auch dieser Skystat ging für mich gar nicht. Das hier eher schon, ist jetzt nicht die beste Variante von Stridor, aber ganz okay. Ich habe mich allerdings gewundert, was das mit Revelations zu tun hatte. Das ist nämlich jetzt so ein Schnäppchen, was ich auch gemacht habe, nachträglich bei eBay irgendwie für einen Fünfer, dann eben habe ich da Jitsu ersteigert und der Jitsu passt nahtlos eigentlich auch vom Design her. Vielleicht könnte die Hand ein bisschen matt goldener sein, das könnte ich auch ein bisschen customizen anstatt gelb, aber so vom Optischen passen die gut zusammen, da kennst du keinen Unterschied zwischen Origins oder normalen Vintage-Look und Revelations, also von daher passt der Fisto gut in die Eternia-Mini-Sammlung. Ne? Also hier kam in dieser tollen Box, war in einem Set mit Skeletto zusammen, den brauchte ich nicht unbedingt, aber hier kann man nicht genug haben von diesen Castle Grayskull und Snake Mountain. Die neue Miniserie ist ja leider, manche begrüßen das auf diesen Blister-Cards irgendwie drauf. Ich fand es nicht so toll. Ich hätte mich gefreut, hier das abschließen zu können mit Slime Pit. Der war angekündigt, zwar in Beige, aber hätte ich so als Triumvirat ganz gut gefunden. Vielleicht dann am Ende noch mit Snake Man irgendwie ein Turm oder sowas. Das wäre ganz cool gewesen. Aber was nicht ist, ist nicht. Fiel mir bei der Gelegenheit auf, bevor ihr wieder meckert. Ne? Ich habe gar nicht gesagt, warum ich hier den Vintage Skeletor hier in die Reihe 5 einordne. Da muss ich jetzt nachträglich nachholen. Furchtbar. Hier, dem lag nämlich dieser Sucker Punch Comic bei. Der Fisto hat mich nämlich daran erinnert. In der Serie 5 werden nämlich diese Figuren vertreten sein, das habe ich oft genug gesagt, aber ich wusste nicht, dass es sich dann noch Vintage-Head He-Man und Vintage-Head Skeletor sich dazu reihen, quasi 6 Figuren. Einer ist Faker, sehnlichst von mir erwartet und gewünscht, abzuwarten, wenn ich dran komme. Fisto, Evil-Lyn und Merman. Ich habe jetzt bei eBay sehr viel, Faker weiß ich gar nicht, ob ich es gesehen habe, aber Fisto und viel Evil-Lyn und Merman habe ich da, also das ist dieser Lords of Power Merman, dieser Konzeptentwurf Merman, schon auftauchen sehen, aber die gehen natürlich irgendwie für 40, 50 Euro im schlimmsten Fall natürlich weg. Da beweise ich persönlich Geduld, weil leider hat es, für mich leider, ne, für viele eben nicht, Geduld zahlt sich aus. Allein wenn ich jetzt hier für diese Vintage-Head-Geschichten ein bisschen abgewartet hätte, wäre ich besser gefahren, auch finanziell. Ne? Jedenfalls ist das hier so eine nette Geschichte. Faker überlistet quasi Fisto, der kommt in den Kerker und kann Fisto dann doch irgendwie übermannen und das letzte Bild, das spoiler ich einfach nicht und Fisto kann einfach dem Kerker Skeletors bzw. dem Kerker von Faker entkommen, aber
Ja, und dann wird Faker durch Skeletor noch so ein bisschen bestraft, der aber eh auseinandergerissen ist, hier durch Fistos Power Punch. Ganz nette Geschichte, muss ich sagen, obwohl so eine Einlogik-Minuspunkt hat es für mich. Hier Fisto mit dieser dicken Faust, wo du eh behäbig bist, ich will nicht wissen, was die wiegt, wird so als von Ast zu Ast springender, was soll man jetzt sagen, Kundschafter oder Krieger dargestellt. Also mit der Riesenfaust, den Ast möchte ich sehen, der das aushält. Aber es müssen wahrscheinlich Eternia-Bäume sein. Aber trotzdem, ganz nettes Mini-Comic. Und wie gesagt, ich kann nur ein bisschen mutmaßen, weil also eben die Sprechblasen nicht drin sind. Aber wieder so ein, in Anführungsstrichen, Kontinuitätsfehler, weil hier steht wieder der Titel drauf. Mal tut das, mal nicht. Hier bei dieser Moskito-Geschichte ist halt der Titel wieder nicht drauf. Ne? Ja, so, ja, verworrene Geschichte, verworrene Geschichte. Ja, jetzt, ich glaube, das ist der letzte Action-Figuren-Fund, den ich euch jetzt vorführen kann. Und zwar ist es Clawful. Vintage Clawful. Letztes Mal hatte ich ja berichtet, dass ich einem Freund, einem Bekannten geholfen habe, Figuren einzusetzen bei eBay und so weiter und so fort und gesagt habe, hey, ich möchte dich nicht betuppen, ich biete regulär mit, wie alle anderen auch. Die meisten Sachen waren mir zu teuer, also der hatte sogar, was mich interessiert hätte, weil bei einem meiner Horde Trooper fehlt halt dieser Stab, also am meisten Reibach gemacht, wäre ich schon lange raus für so ein Stück Plastik, ne? Aber wir sind ja alle gleich bekloppt. Der hat, ich weiß nicht, für das Zepter von der Sorceress und für den Zepter von Horde Trooper hat er jeweils 50 Euro gekriegt. Dann schlackerst du mit den Ohren. Das, was ich mir leisten konnte, neben den Sachen, die ich quasi geschenkt bekommen habe, war eben dieser Vintage Franzmann zu erkennen an den Skeletorfüßen. Der andere hat halt diese Basserfüße. Den konnte ich mir leisten, irgendwie für knappe 14 Euro. War auch so ein Schnäppchen. Ich denke mal, normalerweise würde ich diesen Clawful bei irgendwie 20 Euro oder sowas einordnen. Mal als Vorbereitung. Ich hatte irgendwann mal angedacht, diese Idee hatte ich als fallen gelassen, so Reviews über die einzelnen Serien von den Origins zu machen. Und da hätte es natürlich Sinn ergeben. Du musst den Leuten ja, also quasi euch, was bieten. Was ist anders, neben halt der persönlichen Erinnerung und Einschätzung, dass man natürlich halt mit dem Vintage-Stuff vergleicht. Das heißt, ich hab nochmal alle meine Vintage-Figuren rausgenommen und dieser französische Clawful war so ein anfälliger, da sind mir die Beingummis halt irgendwie gerissen. Und bei dem Versuch, diese Beingummis bei diesem französischen Clawful zu ersetzen, da war ich in meinen Anfängen. Jetzt habe ich so ein bisschen raus, jetzt habe ich die. Wie man es macht, ein bisschen besser drauf mit Pinzette und so weiter, mit Einhaken. Aber da ist mir halt leider passiert, dass ich hier den Lendenschurz oder hier die Fellhose abgebrochen habe, hat mich geärgert. Dann habe ich halt Ausschau nach einem neuen Clawful, nach dem französischen Clawful aufgehalten oder Ausschau gehalten. Ist mir dann auch gelungen. Als ich dann aber die Sachen von dem Bekannten, von dem Sebastian mal durchgeguckt habe, ist mir dann aufgefallen, hä? Was ist mit dieser Axt los? Wird man nicht erkennen. Das ist der oft am öftersten gesagte Satz, den ich hier in der Sendung auch mache. Wird man nicht erkennen. Ich halte es trotzdem rein, aber wird man nicht erkennen wegen der schlechten Technik. Da ist mir aufgefallen, oh, das ist ja eine ganz andere Axt, obwohl ich glaube ich gar keine Waffe für diesen französischen Klaufer bei mir hatte. Das ist ja eine ganz andere Axt in Anführungsstrichen, als du sie hast. Die Axt ist ein bisschen dunkler und sieht quasi lackiert aus. Es ist schwierig zu beschreiben. Die Leute, die den Vergleich dieser Äxte haben, die werden wissen, was ich meine. Aber so muss ich sagen, im Vergleich zu der normalen Clawful-Axt, also zu den anderen Herstellungsländern, sieht die so ein bisschen aus, als ob die nachträglich lackiert wäre. Aber ist sie nicht. Ne? Sie sieht nur so aus. Und die andere Clawful-Axt ist so ein bisschen heller. Das heißt, ich habe quasi bei ihm halt nur mitgeboten, um diese blöde Axt, sage ich die ganze Zeit, Keule ist es natürlich, hey Keule, zu bekommen und bin auch froh und wie gesagt, wenn mir wieder so ein Missgeschick passiert, habe ich wenigstens einen Ersatzklaufel. Funktioniert der eigentlich ganz gut? Ja, alles funktioniert. War halt so ein der Vintage-Schnapper der Sendung, den ich gemacht habe. Ne? Das waren die letzten Actionfiguren. Nächstes Segment. Das nächste Segment sind Comics. Ich fange ein bisschen langweilig an, muss ich sagen. Also für viele langweilig an. Also ich hatte jetzt den Vintage Clawful und ich zeige euch, glaube ich sag's hoffentlich nicht falsch, das erste in Deutschland veröffentlichte Masters of the Universe Comic. Hier ist es. Und
Ich habe wieder gelogen, beziehungsweise ich habe Bullshit erzählt. Das ist das Zweite. und zwar, mittlerweile hat sich es durchgesetzt. Jeder weiß, es gibt das Superman-Taschenbuch extra. Habe ich hier noch sowas rumfliegen? Ja. Das ist glaube ich, das Letzte oder das Vorletzte. Superman-Taschenbuch extra. Die Nummer 6 hiervon beinhaltet den ersten Masters of the Universe Comic. Der ist halt von DC, also angefertigt. Also so ein bisschen so eine History mit Adam, wie ich es wage, im Hinterkopf habe. Das ist mittlerweile bekannt. Wenn jemand das Superman-Extra-Taschenbuch bei eBay reinsetzt, dann kriegt er mindestens 20, 30 Euro mittlerweile dafür. Und wahrscheinlich durch Corona und durch den momentanen Hype steigt der Preis immer halt noch. Ne? Das ist verbranntes Land. Und den Tipp hier, den ich euch mache, gebe, den kriegt ihr nur hier. Und der wird wahrscheinlich nur eine Woche lang gelten. Und guckt mal bei Comicverkäufern im Antiquariat und so weiter. Hier, Superman reguläre Taschenbuchreihe Nummer 49. Das ist halt der zweite veröffentlichte. Der war auch vor den Condor-Heften ist der rausgekommen. Nämlich irgendwie 83, ich glaube, die Condor-Hefte waren knapp danach 84. Und zwar ist hier noch eine interessante Masters of the Universe-Geschichte verwurstelt, die in den USA halt auch oftmals in manchen Comics so als Nebengeschichte zu verfinden ist. Hier, die Meister des Universums mit Zodak. Und ihr habt es hier noch gehört, ne, jetzt auf zu den bekannten Plattformen, da könnt ihr es vielleicht noch zu einem humanen Preis bekommen. Ich habe jetzt hier für 2 bzw. 5 Euro bezahlt inklusive Versand und jetzt wird, da ich es verraten habe, der Preis rapide steigen, weil hier eine ganz interessante Masters of Universe Story, Crossover Story mit Superman eben verwurschtelt ist. Zeichnungen sind nicht spektakulär, eben für Nostalgiker sehr interessant, das typische Skeletor will halt Eternia übernehmen, aber es ist der Fokus liegt eher auf Zodak, der noch nicht so richtig einzuordnen weiß, was fange ich mit He-Man an, was fange ich mit Skeletor an, der ist noch neutral, unterstützt dann quasi am Ende der Geschichte He-Man, obwohl ehrlich gesagt Superman den Tag rettet, weil es Skeletor schafft, die beiden Schwerthelfen, das war noch diese Ursprungsgeschichte, die ich teilweise geiler fand, als mit was anderem hier verwurstelt ist. Also schnell zugreifen, solange ihr dieses Taschenbuch zum guten Kurs kriegt. Warum ich es verrate, ich habe das hier nur noch gebraucht, das ist auch ein Ersatz. Ich habe, glaube ich, auch alle hier von den Superman-Taschenbüchern fast alle zweimal, bis auf 3 Stück, die mir noch fehlen. Dann habe ich die Linie komplett, das sind, glaube ich, insgesamt 80 Stück. Und jetzt kann ich verraten, da ich die alle billig zusammengesammelt habe, kann ich euch weitergeben an die Zuschauer dieses Kanals, hier in diesem Superman-Taschenbuch Nummer 49. Nummer 49 findet ihr noch eine nette kleine He-Man-Superman-Crossover-Geschichte. So was erfahrt ihr nur hier. Ja, von einem Comic zum anderen. Letztes Mal war es so, ich hatte euch die Retro-Fabrik empfohlen. Ein bisschen zu spät, ich hatte so ein bisschen Probleme beim Hochladen. Manche werden sich erinnern, es ist kein Moto-Montag geworden oder ganz knapp irgendwie um 24 Uhr. Es ist eher ein Moto-Dienstag geworden, weil mein Computer mich im Stich gelassen hat. Der hat auf Ruhemodus geschaltet. Ich habe halt die Upload-Funktion aktiviert, bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Und dann hat sich der in Schlafmodus begeben und das einfach nicht hochgeladen, bis ich abends wieder zurückgekommen bin. Und bei den Mammut-Videos, die ich so mache, streikt da streikt da YouTube manchmal. Es ist eher ein Dienstag geworden. Aber so schlimm war das, glaube ich, nicht, weil Retro-Fabrik, die haben halt, oder bringen jetzt peu à peu die alten Harper-Comics raus in so Bänden. Ich glaube mal in jedem Band 3 Stück. Und die waren dann quasi ausverkauft zu dem Augenblick. Oder die Seite war gar nicht zugänglich. Und ähnlich wie bei Skeletor hatte ich auch wieder senile Bettflucht und habe mich einfach mal eingeloggt und habe, es gibt einen regulären Band, den man, ich sag's mal als Tipp, weil ich da keine Verbindung zu habe, auch bei Amazon bestellen kann und da wahrscheinlich auch versandkostenfrei, leider im Gegensatz zu dieser Homepage, darauf sei mal hingewiesen. Also ich gönn's den Jungs, dass die ihr Geld machen für ihre Mühen, aber unter uns halt sei gesagt, ihr könnt's halt auch bei Amazon bestellen, versandkostenfrei, ne? Sei dazu gesagt, regulärer Band. Es war halt quasi eine Vorbestellung. Der erste Comicband kommt
erst jetzt Ende Juli raus. Also ich habe jetzt irgendwie den 23. im Kopf, aber legt mich da nicht fest, 23. könnte ja auch hier die Revelations-Zeichentrickserie sein. Ich wollte das reguläre Cover auf keinen Fall haben. Ich habe einen Freund auch geschrieben, der gesagt hat, hier, super, ole ole, hier, Comics-Fan 86, der André war es, der hat gesagt, guck mal, vielleicht kann ich uns auch irgendwie ein Rezensionsexemplar besorgen. Da habe ich ihm gesagt, nee, ich will das nicht mal umsonst haben, dieses Rezensionsexemplar. Ich will nicht dieses reguläre Cover haben, weil ich das so hässlich finde. Es tut mir leid. Muss ich mal so sagen, die haben ja auch ganz tolle Arbeit gemacht bei diesem Condor-Kompendium, wo ich das Cover aber auch hässlich fand. Und zum Glück auf die Originalausgaben zugreifen kann. Aber ich hatte die Möglichkeit, wenn man so penibel ist wie ich. Viele werden damit leben können, kosten 20, sieht viele andere nicht schlecht aus. Ich finde es nicht so toll. Aber was du hattest drei verschiedene Cover-Varianten, die ein bisschen teurer waren, irgendwie 5-6 Euro teurer waren. Die waren aber auch direkt ausverkauft. Die waren auf 300 Stück limitiert. Jeder durfte sich da nur eins von holen. Aber ich bin zu spät von der Arbeit gekommen und da war die Seite schon aufgehängt. Und ich habe mich dann irgendwie zwischendurch einloggen können und tatsächlich auch meine Traumausgabe stellen können. Das war die Nummer 2, das war das erste E-Happer-Comic, das ich hatte. Das war die mit dem grünen Geist und konnte sie tatsächlich vorbestellen und hoffe dann einer der Glücklichen zu sein, der die dann entsprechend gegen Ende des Monats eben zugeschickt bekommt. Also hier Retro-Fabrik. Was ich zugeschickt bekommen habe, hier vom comicshop.de, das ist der Bonner Comicladen. Bonner Comicladen, tatsächlich, so heißt es auch, die Bonner Comicladen GmbH, sind für mich immer eine Bank. Ich habe da nie ein Abo mir eingerichtet, aber immer wenn ich bestimmte US-Comics brauche, bestelle ich da, weil es einfach immer reibungslos für mich bislang gelaufen ist, per eBay, per PayPal bezahlt. Und ich habe es wirklich, wenn ich drüber nachdenke, ja, ich habe es in einer Nacht bestellt, Nacht- und Nebelaktion, irgendwie in der Nacht im 7. und ich habe es halt schon am 9. irgendwie vorliegen gehabt. Ne? Das sind hier die Revelations-Comic, die quasi die Brücke schlagen von der alten Zeichentrickserie zur neuen. Ich habe versucht, die alten Zeichentrickserien nochmal anzugucken. Habe auch mir, jetzt bricht hier wahrscheinlich alles zusammen, kann ich sehen, das war die, ich habe diese mit dem Hinterbild 1 bis 7 gehabt, danach werden die ja teurer und habe noch diese DVD-Box von der alten Zeichentrickserie gehabt, habe die nie vermisst, die Fortsetzung, weil ich die halt auch nie geguckt habe, bin jetzt aber auf den Trichter gekommen, komm, jetzt kommt diese neue Revelations Zeichentrickserie, jetzt guckst du die alte nochmal an. Ich habe mir irgendwie 6 Folgen im Hintergrund angeguckt. Oh, mir kommt es hoch, glaube ich. Ich fand es so furchtbar, ich konnte es nicht ertragen. Ich habe ausgeschaltet, ich habe aufgegeben. Wie gesagt, ich mochte die Zeichentrickserie nie. Die hat einfach dieses belehrende, hier, das ist kein Highlight, was die Animationen anbelangt und die Geschichten erst recht nicht. Ich war da nicht drin, mir fehlte auch dieser Retro-Bezug. Ich habe dann die letzte Staffel eingelegt und habe da eine Folge auf diese letzten DVD jetzt geguckt, fand es ganz gut, es war irgendwie mit so einem Leuchtturm, war erträglicher als was anderes, prominent gefeatured auch der Mossman, aber ich kann mit der alten Zeichentrickserie so gar nichts anfangen. Meine Lieblingszeichentrickserie im Masters of the Universe-Bereich ist, wenn man es im weitesten Sinne sagen kann, ist He-Man The New Adventures, finde ich toll immer noch, irgendwie hatte das was. Und ich muss auch sagen, ich fand die 2000X Zeichentrickserie oder Animationsserie, wie man es heute auch so heutzutage halt auch sagt, großartig, aber die Originalserie, furchtbar, tut mir leid. Jeder darf, das darf euch gefallen, ich wurde darauf hingewiesen, ich liebe diverse doofe Sachen, aber wenn man die aus den richtigen Gründen liebt, dann sei das so. Hier Revelation, Mike Mignola Cover, ist direkt angekommen. PayPal zahlt und ich war begeistert von diesen Covern. Ich war jetzt nicht begeistert von Qualität. Wie ihr seht, das schlägt so ein bisschen Wellen, auch im Schein. Aber die Cover haben mir einfach gefallen. Hier der Hellboy-Zeichner oder der beste Hellboy-Zeichner quasi für mich und das Standard-Cover, beides toll. Aber dann hört es auch sozusagen auf. Es hörte nämlich auf, als ich da reingeguckt habe. Ich war zunächst von den Zeichnungen semi begeistert.
wirklich semi-begeistert. Was ich ganz gut fand, den zugestehen muss, ich mag es ja nicht so wirklich. Ich spoilere euch total, wenn ihr hier weiter guckt, ne? Aber man erkennt ja eh nichts. Ich war von den Zeichnungen wirklich wenig beeindruckt. Das einzige Positive, was ich sagen kann, dass die halt nicht zu Tode computerbearbeitet sind oder rein auf dem Computer gemacht sind, wie man es sonst so kennt. Man sieht halt, da ist jemand halt dran gewesen und gezeichnet. Aber in meinen Augen leider niemand, der talentiert ist. Oder nicht großartig talentiert ist. Es tut mir leid. Also das ist so nach ferner liefen. Vor allem eine Sache, wo ich dann fast angefangen habe zu lachen oder innerlich gelacht habe, ist, hier, das nennt man sozusagen eine Splash-Page. Da, weiß ich nicht, da öffnet der Comic-Künstler sein Archiv, lässt einen so einen Einblick in sein Können haben, und das ist der drögste Palast, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Die drögste Darstellung von Comic-Kunst, die es mitunter gibt. Weitere Splash-Page. Hier. Das soll irgendwie Stadt sein, das Eternia sein. Das ist so das Leverkusener Fabrik-Industrieanlagen-Gelände, das langweiligste, was man haben kann. Rudimentär mit irgendwelchen Strichen. Das tut mir leid. Und dann die Figuren. Nee. Also ich war enttäuscht. Geschichte, ich will euch nicht zu sehr spoilern, war auch für mich unter ferner liefen. War einfach so. Uninspiriert, ne? Inspirierend ist, womit viele dieser Agenturen, sage ich mal, gerade arbeiten, Werbeagenturen und auch solche Großfirmen, und das ist eine uninspirierte Geschichte. Vielleicht gefällt sie New School Fans, das ist so richtig ausgerichtet in diesen Mythos, den Classics hervorgehoben hat mit diesen He-Männern, und hier und da war absolut nicht meins. Ich weiß gar nicht, was ich mir hier vorgestellt habe. Ich bin eher Fan von Fantasy und Barbarentum und vielleicht so eine interne Geschichte, erstmal basal schön eingeführt zu werden in den He-Man-Mythos. Aber das fand bei mir nicht statt. Also wahrscheinlich, weil ich so ein Opfer bin, werde ich die anderen Hefte mir auch besorgen. Allen anderen, man muss schon echt hardcore sein, um die in seiner Sammlung haben zu wollen. Also als normaler Comic-Fan würde ich strikt davon abraten. Für alle anderen, für die warten können, sei empfohlen, dann holt euch wenigstens den Trade. Das ist halt der ist angekündigt für Anfang nächsten Jahres. Für 18 Euro kann man den holen. Wenn man hier das Einzelne zusammenrechnet, sind es halt immer 4 Euro pro Band. Da kommst du auf 4x4 sind 16, aber du zahlst auch entsprechend Versandkosten für diese Hälfte. Das heißt, ich muss euch fast diesen Trade eher ans Herz legen, falls ihr die Geduld habt, falls nicht und ihr so dullig seid wie ich. Halte ich euch auf dem Laufenden mit den, also einmal im Monat kommen ja die nächsten Hefte irgendwie raus, und dann besprechen wir das mal. Vielleicht auch in Ausführlichkeit. Ich wollte jetzt erstmal nicht spoilern. Mir hat's nicht gefallen, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Vielleicht wird's in Band 2 besser. Persönlich glaube ich nicht daran. Ist eben halt so, ne? Ja, nächstes kleines Segment, was ich anstimmen will. Ne? Wir nähern uns dem Ende dieser Folge. So Custom-Zeug. Ich habe so eine kleine Ader für Custom entwickelt, natürlich nicht wie andere großartige Leute, die hier unterwegs sind, aber für Fußgänger, und das ist auch irgendwie so der Grund dieser Sendung, dieses Teilen, wie komme ich an Sachen normal, ohne mir ein Bein auszureißen und nicht Tag und Nacht dran zu hängen, obwohl ich das ja irgendwie dann doch schon tue. Und zwar habe ich einmal diesen Cringer Custom gemacht. Also irgendwie alles, was mir an Tigern in Geschäften ins Auge fällt, beäuge ich und denke darüber nach, kann ich damit irgendwie einen Custom machen? Da bin ich total dran. Das war irgendwie so eine Riesenstatue bei Action für 4 Euro, so eine kitschige. Das war so ein leuchtender Glitzer-Tiger, und da habe ich einen ganz netten Cringer mir draus machen können. Den wollte ich noch nachbearbeiten. Die Streifen, mir ist das Gelb eben ausgegangen. Fand ich ganz nett. Und da das so gut gelaufen ist, bin ich dran geblieben und habe mir dann irgendwie für 50 Cent im Woolworth gab es so Bastel-Sets, so Pappbastel-Sets. Und ich weiß nicht, ob das ein Tiger oder eine Katze sein sollte, aber dann hatte ich diesen spinnerten Gedanken, komm, mach dir so eine kleine Sammlung an Kastensachen, und da muss man gar kein Talent für haben. Es ist irgendwie witzig, sie anzugucken, und schnell gemacht. Als Fan
hier auch so, so einen kleinen Cringer einfach mal so die gelben Streifen reingemacht. Wollte ich mal vorführen. Ne? Also vielleicht inspiriere ich euch. Ne? Wir wollen inspirierend sein in dieser Sendung. Und worauf ich hinaus will, ich war irgendwie im Kick, habe wieder mal geguckt nach Hot Wheels. Ich gucke immer im Teddy, Aldi und Kick gucke ich immer nach Hot Wheels. Dabei ist mein Blick hier auf den hier gefallen, diesen Kavenzmann. Und da wusste ich sofort, daraus machst du ein Custom. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich aus dem Vieh, aus diesem Urvieh, hat einen Zehner gekostet im Übrigen, einen Cringer mache oder tatsächlich hier einen Panther. Panther fiel mir da irgendwie ein, einfach weil der schwarz ist, so abwegig ist das einfach nicht. Was ich bei dem hier mit dem Dremel auf jeden Fall bearbeiten muss, ist eventuell der Schwanz, dass der so ein bisschen abgerundet ist wie bei den bisherigen Actionfiguren in dem Bereich. Und hier, der hat so ein übelst großes Kinn wie Paulchen Panther. Da muss ich mal irgendwie mit dem Dremel ran. Da habe ich gedacht, hier, guck mal, wenn ich das weghalte, sieht das schon viel, viel besser aus. Oder eventuell könnte ich hier so ein Maul machen, wo der eben brüllt. Das bleibt noch abzuwarten. Aber daraus mache ich entweder einen hervorragenden Cringer oder einen hervorragend großen Panther. Nur mal als Einwurf. Wie bei Wayne's World. Letztes Segment, ne? Wir sind am Ende. Wir sind am Ende dieser Sendung. Ich habe diesmal nicht so viel News. Ich warte auf Wave 5, dass die mal rauskommen soll im spätestens August, Juli, August. Man weiß ja nie, wann das rauskommt. Du musst immer auf der Hut sein bei diesen Origins-Kram, dass das ja auf einmal aus Versehen rauskommt, mal da ist und mal nicht. Ne? Meine bevorzugten Neben sind gerade eben tatsächlich Smiths und MyToys und eben Amazon, wir merken. Das sind halt die Namen, die fallen. Eine Zeit lang war es halt auch Müller, aber der ist jetzt irgendwie so ein bisschen hinterher. Online kriegst du da nicht viel Neues bestellt. Und ansonsten ja, hat man ja nicht viel Auswahl. Der Real ist halt auch immer ein To-Go-Punkt für mich, wo ich halt noch diese Revelations-Geschichte gefunden habe. Aber der, wenn der mal was hat, dann dauert das mal wieder eine geraume Zeit, bis der seine Bestände auffüllt. Aber kann für die eine oder andere Überraschung sorgen. Ich glaube, wenn der Real mal in einen Monat oder zwei wieder ein Origins hat, dann könnten das gut schon die Hordax und die Wave 5 sein. Also hier mit Fisto, Faker und so. Darauf baue ich so ein bisschen. Muss ich ehrlich sagen, also ich hoffe darauf, weil ich auch nicht weiß, ob ich es bei einer Figur eben belassen kann. Obwohl ich es nicht mag, sei es mal mit euch geteilt, eine weitere Revelations-Figur wurde geleakt oder gezeigt, das ist der Faker, der Revelations-Faker. Und da ehrlich gesagt das Gleiche, es kommt bei mir kein Moto-Feeling auf, es ist halt eine Recolored Version vom Revelations He-Man. Zudem muss ich sagen, ist es halt nicht diese, der hat so Terminator-Applikationen, wo man sieht, das ist nicht der normale He-Man, aber es ist nicht hier der Faker mit der blauen Haut. Und dann kommt noch hinzu, der hat so ein Dulli Metall-Terminator-Kopf, also einfach so einen silbernen 0815-Kopf, so ein bisschen wie von iRobot ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Ist so ein Deluxe-Set, wird ein bisschen teurer sein als die Standardfiguren, wahrscheinlich wegen dieser Zusatzapplikation, aber mich, weil er auch in so einem anderen Case drin ist, mich spricht's leider nicht an, wie bislang auch die Revelations-Figuren. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr da kaum das abwarten könnt. Ich bleibe erstmal bei Origins und werde es nicht ablösen können. Da bin ich eher gespannter auf die Kinderserie, die dann irgendwann mal kommen soll. Aber Revelations sind auf weiteres nicht meins. Aber ihr wisst ja, ich drehe meine Meinung wie ein Fähnchen im Wind. Beziehungsweise, das hat damit nichts zu tun. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ne? Kann sein, dass ich da meine Meinung irgendwann mal down the road ändere, aber gerade nicht. Danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, wir konnten viel miteinander austauschen. Ich danke euch auch für die Kommentare und Likes. Also Kommentare sind noch viel gewünschter als, sind sie nicht. Likes sind genauso gewünscht, aber Kommentare freuen mich und vielleicht habt ihr auch den anderen einen oder anderen Tipp, wo ich auch zuschlagen kann, wovon auch natürlich die Zuschauer oder die Leser der Kommentare auch profitieren können. Bis dahin, bleibt geschmeidig, bleibt gesund, bleibt gut, gehabt euch wohl.